In meinem Beispiel über eine Polenreise mit dem Kanu bin ich wieder von einer leeren Präsentation ausgegangen. Für einen Reisebericht oder eine Klassenlagerpräsentation macht es allerdings vielleicht schon Sinn, wenn man ein etwas üppigeres Design auswählt. Ich nehme mal zum Beispiel dieses Design, das Himmel genannt wird. Mir ist es fast ein bisschen zu knallig, aber ich möchte dir vor allem zeigen, wie du nachträglich eben auch die Farbnuancen eines bestehenden Designs einfach ändern kannst, indem du hier nämlich auf diese Varianten gehst. Wie vorhin schon einmal erwähnt, kann man dann auch noch zusätzlich die Schriftarten und die Hintergründe anpassen. Wähle ich mal diese Nuance und die kommt meinen Vorstellungen schon wesentlich näher. Da lassen wir das mal bei diesen Karten. Bei formatausfüllenden Bildern wie diesem hier kommt es eh nicht drauf an, was man für einen Hintergrund hat. Hingegen hier stört er dann wieder eher. Da wäre es schöner, wenn es einfach nur schwarz wäre. Dann merkt man gar nicht, dass das Seitenformat diesmal ein anderes ist. Um nun für all diese Folien die Bilder enthalten, die letzte Folie da wird einen Film enthalten, wähle ich sie alle aus, indem ich in die Miniatur der ersten Folie, also Folie 3, reinklicke und anschließend mit der gedrückten Umschalttaste in die letzte. Du siehst, alle Miniaturen werden ausgewählt und jetzt kann ich da Hintergrund formatieren wählen. Anstatt dieser Bild- oder Texturfüllung wähle ich nun einfarbige Füllung und als Farbe wähle ich Schwarz. Und jetzt ist es optimiert eigentlich für multimediale Inhalte. Sie werden dann nicht gestört durch bildhafte Hintergründe.